Willkommen zurück bei Amnesia Rebirth und Martin hat dankenswerterweise den helleren Teil der Höhle schon erkundet und mich mit 7 Streichhölzern hier im da vorne ist doch hell. Mecker, mega unheimlichen Mecker. Teil der Höhle zurückgelassen. Das da Feuer, das flackert schon so. Sieht aber geil aus. Unruhig. Da wäre ich auch gleich ganz unruhig. He said he'd leave a trail. I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. I know that Tazi has savings, and I know that something will come, but it is hard. It is not just two of us now. I want to know that I'm keeping them safe. This is from Celine's old diary. Was hier ist, da hinten gucken? Also ich würde ja gerne irgendwie eine Lichtquelle mitnehmen, die mehr ist als nur ein Streichholz, weil das hältst du ja nicht, hält ja nicht lange. Das hält nicht lange, das stimmt. Aber ich glaube, das ist... Sackgasse! Oh Gott, ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Sag mal, kann man dann... Kann ich auch spielen sonst? Nee. Nee. Was ist denn das denn? Kann ich da nicht irgendwie ein... Was ist hier? Kannst du das nur anzünden? Nein, das hast du schon... Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Ah! Dafür hast du dieses tolle Gesicht gesehen. Ja, schau mal, aber da sind hier noch so fiese Gesichter. Engel links, Teufel rechts. Rechts sagt, nimm dir die Frau, sie würde es doch auch. Kann ich denn werfen auch irgendwie? Kannst fallen lassen. Mach nicht ein Streichholz an. Dann ist das, glaube ich, die Stelle, wo man lernen muss, dass ein Streichholz nicht lang brennt und dass man sich ohne brennendes Streichholz in die Hosen kackt. Also los. Bringt voll viel, das Streichholz. Darf auch nicht so voll rennen. Guckst du jetzt ein bisschen blöde schon, wenn es dunkel ist. Und nicht zu schnell laufen. Na, guck, also eins habe ich jetzt verschwendet, okay. Das ist schon mehrere verschwendet. Ja, das kriegst du noch angezündet. Schnell. Okay. Aha, jetzt. Steinmenschen bauen. Ach Gott, oh Gott. Was denn, das war ich sag's dir, wenn es in diesem Spiel Spinnen gibt, ich bin raus. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich bin zu alt. Das ist ein Skarabäen. Die tun mir ein bisschen leid. Die müssen ihre eigene Scheiße zu Kugeln rollen und vor sich herschieben. So ein bisschen wie wir im übertragenen Sinn. Das ist eine gute Metapher fürs Leben eigentlich. Ja, irgendwie schon. Deswegen ist das Skarabäus auch heilig. Weil der schon als einfaches Insekt vormacht, was uns allen blüht. Ja, was mache ich denn jetzt? Ach komm. Kann nicht, gibt es denn nicht eine Fackel oder sowas? Kann ich nicht so einen Käfer in die Hand nehmen und abbrennen? Ich glaube nicht, dass das so will. Ich glaube, ich zünde jetzt trotzdem noch mal ein Streichholz an. Ja, jetzt geht's ja gerade noch. Ja, aber ich krieg schon Schiss, merkst du es nicht? Ja doch, ich merke, dass du Schiss kriegst. Da kommt schon die... Jetzt habe ich ja, jetzt komm, gönn dir. Da kommen schon wieder so die Fühler von unten ins Bild, siehst du das? Ja, und? Nicht zu lange darfst du es halt. Aber jetzt gehst du doch gerade zurück. Oh, thank God. Ja, Gott sei Dank. Mein Gott. Ah, Gott, ich danke dir. Boah. Wie kann ich die nicht rausnehmen? Ist aber nicht dein Ernst, oder? Da ist ja unten ein Stein dran. Das geht nicht. Drei Steine. Ach, leck mich doch am Arsch. Man erholt sich im Helm jetzt auch nicht wieder. Da braucht man ein Laudanum für. Na, guck, was ich hier drin gefunden habe. Ich hab alle übersehen. Zwei Streichhölzer. Ja, aber wenn ich doch... Wir sind gerettet. Ich würde die Fackel auch ganz gerne mitnehmen, tatsächlich, ja. Das ist doch bescheuert. Wieso kann ich denn die nicht mitnehmen? Ja, guck mal, die würden wir doch da rausnehmen können. Lisa, du bist halt nicht so kräftig, Daniel. Das zünde ich jetzt aber nicht extra. Nein, an, natürlich oder? Nicht. Doofe Frage. Ich glaube, man findet. Man wird keine Lampe finden. Aber auch. Kommt zumindest noch einer hinten, dann hast du noch was von. Oh.
Okay. Also, ich zeichne auf dem Karo-Papier schon fleißig mit. Ja. Mit alter Adventure-Manier. Ja. She's sleeping now. Maybe dreaming, curling and uncurling tiny fingers. I sit here, looking at her and I still can't believe this. How can I deserve it? Any of it. Der Salim. Es wäre geil, wenn man es umdreht und auf der anderen Seite steht, also dann steht was anderes drauf, wenn man es einmal rum hat. Salim alaikum. So, Junge, hier kann man ja auch noch gucken, das ist nicht ganz so finster. Nein, mir gefällt's nicht. What? Ach komm! Immerhin schon mal ein Schrein. Alter, oder sowas. Es gibt doch gar keine Anzeige für, wie verrückt ich schon bin. Oh, ja, man sieht halt diesen Tag am Rand. Das muss der reichen. Lala, okay. Schön, dass wir hier jetzt sind. Aber guck, jetzt sich erholt. Ja. Das ist anscheinend hilft das immer. Heilige Mutter, ihr hört mein Flehen. Na guck, aber die macht uns wieder fit. Finde ich gut. Das könnte ein Safe Point sein, oder? Vielleicht auch, wer weiß. Auf jeden Fall erholen wir uns. Vielleicht in der Schlangenkiste auch noch was, ne? Das ist so ein typisches Ding, wo man eigentlich so ein Fark hier so eine Schlange raustrellert. Ja. Rausflötet. Genau so. So sehen die aus. Und da kommt nämlich irgendein Klugscheißer und sagt dir, Schlangen können gar nichts hören. Die reagieren nur auf die Bewegungen der Flöte. Ich glaube, ich finde die schon aus gewissen Gründen, diese. Ich darf mich nicht so schnell bewegen. Ey, der verbraucht ja unsere Streichhölzchen. Ja, was soll ich denn machen? Ja, nicht so schnell rennen und nicht. Bin ich echt so schnell? Eben schon. Stopp! Okay. Wenn du siehst, dass sie fast ausgeht, dann musst du mal kurz stehen bleiben. Ja, hier machen wir wenigstens noch Licht. What was that? He's been this way. A letter came from Hank Mitchell. He offers her work. Journey to French Sudan. I pray that she will take it. It is what she needs, what both of us need. To be away from these memories. And back into the world. Entschuldigung. Ja, die haben ihr Kind verloren. Das ist wahrscheinlich. Das sind Vermutungen. Das ist auch was, was man im Dunkeln in einer fremden Höhle garantiert machen würde. Manchmal hat man vielleicht nicht allzu viel. Das ist jetzt echt das letzte Streichholz, ne? Ja, wenn es fast ausgeht, sei ein bisschen. Langsamer, stopp! Egal. Du weißt das auch nicht so raus, wie das funktioniert mit dem Streichholz, oder? Ich muss ich mich noch langsamer bewegen. Jetzt zwischendurch mal kurz stehen bleiben, glaube ich, wenn das fast ausgeht. Oh, no way! Ich wäre ja nicht runtergefahren. Da! Wow! Was muss ich machen? Mich zu bewegen, oder? Die richtige Kombination. Oder einfach wiggle the sticks. What's wrong with me? Das Geräusch ist eklig, als würden hier irgendwie so keine Käfer im Ohr rumkrabbeln. Lass die Angst nicht zu hoch ansteigen, Daniel. Steht da. Nee. Bring mich zum Licht. Verstörende Anblick erhöht deine Angst. Ach komm. Ja.
Wiggle, wiggle! Jetzt schon tot genug? Nee. Okay. Aber sie hatte ja im Flugzeug schon diese Krampfadern. Okay. Das ist seltsam, was hier passiert. Was hast denn du gedacht? What is this stuff? Ein Magnet. Ah, jetzt ist hier schon wieder so finster. Ich versuche was zu sehen dann immer. Ich habe auch keine Streichhölzer mehr. Ja. Ah, hier geht's weiter. Passiert halt, wenn du mit unseren kostbaren Ressourcen so rumarst. Ist aber bestimmt genau richtig gebalanced. Bestimmt. So wie Skyrim. Erster Dungeon. Aha. What the fuck? Smartwatch. Ich glaube, wir brauchen es gerade nicht wegstecken. Ja, aber ich... So, in die falsche Richtung. Kalt. Da ist die richtige Richtung. Da geht's lang. Ah, das reagiert, glaube ich, auf dieses Zeug. Konntest du eben anpacken. What? Stargate-Uhr ist das. Doch schon, ich glaube, es geschmissen zu. Ich finde das alles sehr verstörend. Ach. Ich finde es geht. Da ist eine Ölfunzel, aber hier ist hell genug, ne? Oh. How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen, I know Selene, and I know you. I know what you're capable of. He'll make it, and you'll get back to him even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Schon die ganze Zeit so, als hätte sie ihm schon geholfen. Oder als hätte sie das alles schon mal gemacht. Ich auch schon mal geholfen. Hä? Ich auch schon mal geholfen. Hä? Du mir. Das ist ein Zitat aus Texas, Doc Snyder. Nein, oh, das weiß ich nicht. Keine mehr. Kultur. Das ist zu lang her. Peter, mein Bruder. Achso. Wieso wachsen der Pflanzen aus dem Kopf? Kommt dem Papa aber auch nicht komisch vor. Hm. Ah, schön hell. Brauchst, glaube ich, den Kompass, das Amulett nicht. Ha. Gut, dass das keine Löcher sind. Ich bin ja so leicht trypophob, das finde ich dann komisch. Ja, magst du auch dann einen Schwamm nicht zum Beispiel? Ein Schwamm geht. Hello? Anyone?
Aber gerade wenn es so Körperteile sind, wie wenn du so eine Handfläche, wo lauter so Löcher drin sind, oder vor allem wenn in den Löchern noch so sollen diese, ja auch keine Löcher sein. Diese, wenn es aussieht wie so Insektenaugen, so Spinnenaugen oder so Zähne. So, das ist. Du meinst also, eine Handfläche mit Zähnen und Augen wäre gruselig. Da bist du, glaube ich, der Einzige. Nee, aber wenn allein schon die Möglichkeit. Naja. War schon ganz schick. Soma hatte ja auch so seinen Style. Ne? Soma war sehr, sehr toll. Wer das verpasst hat übrigens, holt das nach. Entweder selber spielen oder das Let's Play gucken. Oder das Let's Play gucken und unsere besondere Podcast-Folge ja, zum Thema, wie geil Soma war. Ja, da haben wir nochmal alles. Das Amulett macht Türen auf. Und wieder zu. Kann er nicht durchgehen jetzt mit Amulett? Mach doch, mal auf. Doch, aber ich will mich ja hier noch umgucken. Ich will mich umgucken, aber hier ist doch noch was. Eben. Ein Hinweis von Salim. I was able to meet them in the park this afternoon, after talking to the factory manager at Dinar. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. She did. She did. She showed me. There. In the park. Da ist noch eine. Da sind überall so Türen. Das ist hier so ein Hub. Drei Türen. Ich fange mal oben an. Er fängt mal oben an. Oh, war falsch. Oh Gott. Ja, toll. Jetzt bin ich hier in der Gruselwurzelwelt. Hätte ich mal nicht oben angefangen. Oh. Fängt ja nach oben an, aber naja. Jetzt ist zu spät. Das ist auch wie bei Soma. Da gab es auch so Notes, wo man sich dann so aufladen konnte. Die Textur ist ein bisschen hässlich. Aber immerhin. Bisschen lampenmäßig. Oh Gott. Lampenmäßig, sagt er. Ach Gott. Wenn immer so Wurzeln aussehen, als würden sie einen gleich nehmen. Packen, wenn schon. Die packen dich. Soll ich mich da mal durchquetschen? Mal gucken, ob du zu dick bist. Ich schau erstmal, was hier noch ist. Dein Bierbauch kommst da nicht durch. Hey. Ich gebe den Charakter. Der ist nicht mehr so groß wie früher, der Bierbauch. Was ist das? Könnte ich anzünden, wenn ich ja, Streichhölzer hätte. Wenn ich von alles verjubelt hättest. Letzte Mal in den Bars und Restaurants und Nachtclubs immer diese Streichholzbriefchen einstecken sollen. Dann hätten wir jetzt genug. Wow, okay. Okay, das ist ja. Ja, so ein Algerien-Trip hält einige Überraschungen bereit. Mein Opa war eine Zeit lang in Algerien. Der war ja Arzt. Also mein Opa aus Vietnam. Ah, guck, jetzt kannst du werfen. Mit LB. Das war toll geworfen. Kriegst aber auch nur so eine Teilnehmerurkunde für, wenn du so wirfst. Ich weiß nicht, wie ich noch anders LB werfen kann. Ja, ja. Stand da jedenfalls. Ich hab's ja selber auch noch nicht geschafft. Von daher kann ich nur klug daherreden. Vielleicht so einen kleineren Stein hier. Probier mal noch zu werfen. Muss irgendwie gehen jetzt. LB gedrückt halten. Ja, guck. So ein bisschen gedrückt halten und dann. Schon besser. Je länger du gedrückt hältst. Da kriegst du schon wieder Angst-Tentakel, die gute Frau. Okay.
Was sagt denn die Booster? Ein Control-DLC sein so. Aber die Grundstücke hier sind wahrscheinlich nicht besonders teuer. Fairerweise. Wer weiß. It's glowing again. Was ist denn das hier? Fragt sie Welt. Sich auch. Ja, ja. Na, dann gehen wir mal hier nach unten. Jetzt kommt es bestimmt ins Straucheln. Ich wollte es gerade sagen. Uiuiuiui. Die da vorne ist auch schon ins Straucheln geraten. Konnte sich aber noch an einer Kugel festhalten. Hat ein bisschen was von den Unterwasserlevels aus Soma. Man will ja nicht immer alles vergleichen, aber das hat ja auch so dieses... Den Schwebeteilchen jetzt ja auch ein bisschen... Ich glaube, ich gehe mal dahinter, weil da leuchtet schön. Da weiß doch mein Amulett, wo ich hin soll. Ne? Ja, ich glaube, hier ist sackgassig. Hier ist, glaube ich, komplett falsch. Ja, aber das Amulett. Ja, aber das ist halt dann außenrum. Da so und dann rechts. Da ist auch noch so eine Höhle. Guck. Oder? Da ist auch hell drin. Gehen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall gucken. Wow. Da ist auch Notizen und so. Gott. Hier ist voll viel. Und kaputte Leute. Oh, der ist auch mal richtig kaputt. Wer ist denn er? Das wohl ist. Ich gebe auf. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt auch keinen Weg vorwärts. Ich habe nach einem Portal gesucht, aber es gibt keines. Ich habe mit Levis Berechnungen die schwächsten Stellen trianguliert, aber ich kann keinen Riss erzeugen, da mir dazu ein Amulett des Reisenden fehlt. Das habe ich, glaube ich. Ich habe Brennenburgs Warnung missachtet, aber hatte ich eine Wahl? Der Schatten hat die Kugel gespürt. Ich musste alles riskieren und durch das Portal gehen. Es gibt kein Wasser und sonstige Nahrung. Ich werde nicht mehr lange leben. Rechten Trigger kannst du umverwandeln. Wenn du, Leser, Reisender, aus welcher Welt auch du kommen magst, wenn du verstehst und wenn du dazu in der Lage bist, mit jenen von der menschlichen Welt, der Erde, zu sprechen, dann lass sie Folgendes wissen. Ich war der Erste, der das Rätsel der Torerbauer gelöst hat. Ich war der erste Mensch, der die Grenzen zwischen den Welten überschritten hat. Ich, Professor Thurston Aloysius Herbert aus Cambridge, England, war der Erste. Möge Gott mir vergeben. Sag mal, Brennenburg, das war doch der aus den alten Amnesias. Der Brennenburg, der Name kommt bekannt vor. Wir haben jetzt zum Glück ein Amulett. Weak points, but no amulet. But we got amulet. Oh, geil. Streichhölzer! Und ein Seil, das kann ich nicht mitnehmen. Das wollen wir nicht. Eklige Blümchen. In den Ruinen treiben sich die Schatten der Toten herum. Hier haben Menschen gelebt oder zumindest etwas Ähnliches. Vielleicht war das letzten Endes doch Zerzura oder Eden oder eine andere Hochburg der Menschheit. Aber was auch immer dieser Ort einmal war, jetzt ist er es nicht mehr. Das müssen die Erbauer des Tors gewesen sein. Aber welches Gräuel könnte solche Zerstörung verursachen? Sicherlich kann noch nicht einmal der Schatten eine ganze Welt vernichten. Keine Spur von einem Portal, aber auch wenn ich eines finden würde, ich habe mein einziger Kugel an den Schatten verloren. Hier im Nebel ist noch etwas, ein Ding. Ich sehe helle Lichter, wenn es jagt und höre seine Schreie. Ich glaube, es ist nicht lebendig. Ja, herzlichen Dank auch. Ich finde die Lore von dieser Serie. Rechts lag aber noch auf dem Boden. Also vielleicht erinnere ich mich auch schlecht. Ja, gleich. Ich muss mich bewegen, um einen Weg zurückzufinden. Doch in den Nebel zu gehen, ist wie in ein tiefes Wasser einzutauchen. Ich bin verloren in einem Meer flüsternder Verwirrung. Ich darf die Wesen nicht hereinlassen. Sind sie die Toten dieser Welt oder ist das nur meine Paranoia? Meine Strategie ist folgende. Ich konzentriere mich, lasse alle meine Gedanken los.
gehe hinein, sehe mich so schnell ich kann um und kehre zurück. Es wird lange dauern, aber ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Ich glaube, wir müssen auch in den Nebel. Geh ins Licht, Daniel. Ja. Nämlich erinnert es ein bisschen an dieses Okkulte in der The Room-Serie. Ah. Das ist auch immer irgendwie einerseits ganz nett, aber andererseits auch irgendwie ein Scheiß. Bei The Room ist aber tatsächlich ja nur Beiwerk. Ja, aber, dafür, dass es nur Beiwerk ist, ist es überraschend schlecht. Die Tuareg nennen sie die Frau der Zelte oder unser aller Mutter. Die Kel'Hanan, ein Einheimischer und mit den Tuareg verwandter Stamm, nennen sie die große Königin. Der Legende nach ist sie Tin-Hinan, eine Prinzessin vom Stamm der Berber, die in der Wüste eine Nahrungsquelle gefunden und den Stamm der Tuareg begründet hat. Der Grabhügel ist nach ihr benannt und ihr Körper liegt womöglich wirklich in den Ruinen gleich oben. Aber hinter diesem Bauwerk steckt noch mehr, so viel mehr. Die tieferen Ruinen sind offensichtlich römischen Ursprungs, wie Weyer vorhergesagt hat. Dort finden wir vielleicht ein Mithraeum, das von den Römern zum Schutz des von uns gesuchten Tores errichtet wurde. Welche Wunder wir darin wohl zu sehen bekommen werden. Ob das irgendwie zum Teil die Vorgeschichte ist, habe ich gerade überlegt. Das ging doch in Amnesia, Dark Descent, auch darum, dass er irgendwie so ein Artefakt, war es nicht aus Algerien, mit zurückgebracht hat? Kann schon sein, ja. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau, es ist tatsächlich eine ganze Weile her. Aber der Brennburg, der Name kam auf jeden Fall auch vor. Ja. Und es, ich glaube, es war Algerien, wo er halt so ein Artefakt mitgebracht hat. Zurückgebracht hat. Aber ich hoffe, ich bring's nicht durcheinander, zum Beispiel mit Clive Barkers Undying, was ich gespielt habe vor einer Weile. Und das hat ja so ein bisschen so eine Cthulhu-Mythos in die Richtung gedacht. Kann schon sein. Und da geht es auch natürlich um Artefakte, die man irgendwo aus der Wüste mitgebracht hat und die ja nicht gut sind. Und ich, ich muss dich jetzt kurz unterbrechen, weil bevor ich hier wahnsinnig werde, machen wir hier ein kleines Päuschen und dann darfst du dich nämlich hier in der im Labyrinth zurechtfinden und bitte nicht verrückt werden dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.